Zu mir, ich heiße Manuel, bin seit über 2 Jahren bei Seibert Media, beschäftige mich in meinem aktuellen Thema viel mit Daten, vor allem Daten von Seibert Media, sei es Rechnung, sei es Kundendaten, sei es alles andere, was man eben so in einem Unternehmen findet. Und zu der ganzen Google-Sache oder warum ich den Vortrag jetzt hier halte, ist, dass ich mich die letzten 6 Wochen oder 8 Wochen intensiv mit der Google Cloud Architect Zertifizierung beschäftigt habe und dort eben über einige Dienste in der GCP sehr viel gelernt habe, das eigentlich aber hier nur am Rande nutze, da das nur das letztendliche Outcome ist, weil eigentlich möchte ich euch was über moderne Datenarchitektur erzählen, beziehungsweise über einen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben und der vielleicht für andere Unternehmen auch sinnvoll sein kann, wenn sie nicht gleich den vollen Schritt gehen wollen, alles in die Cloud umziehen oder einfach einen Layer dazwischen haben möchten. 2 Buzzwords, die da oben schon stehen, Apache Kafka und BigQuery, also BigQuery, der Dienst von GCP. Kafka, eine Lösung, die LinkedIn gebaut hat 2011, mittlerweile von der Apache Software Foundation betreut wird, beziehungsweise mit einem später aus LinkedIn ausgegründeten Unternehmen, das sich Confluent nennt, betreut da aktiv die Weiterentwicklung. Was ist Kafka? Kafka ist, im Großen und Ganzen kann man sich das wie eine Queue vorstellen. Sie speichert Datenströme und dient eben dazu, Datenströme zu verarbeiten, beziehungsweise zu speichern und auch wieder weiterzugeben. Hier auf der kleinen Grafik, nur so nebenbei, ich habe nur 4 Grafiken, also es wird nicht lang, ich werde auch nicht tief technisch reingehen, das ist sehr komplex, was man damit tun kann. Ich werde das nur oberflächlich ankratzen, wenn da jemand mehr Bedarf hat, können wir gerne im Nachgang darüber nochmal weitersprechen. Und Datenströme sind eben vieles, unter anderem 3 Dinge, die ich hier mal aufgeschrieben habe, sei es Change Events aus einer Datenbank, sei es User-Interaktion, wie ich habe einen Kunden angelegt, ich habe einen Kundendatensatz modifiziert, oder Request-Logs eben aus unterschiedlichen Quellen. Sei es Login, ich möchte vielleicht Logins mitloggen. An der Stelle kommt dann eben Kafka zum Einsatz. Ich kann alles, was eben sich irgendwie als Datenstrom abbilden lässt, in Kafka einspielen. Habe damit noch erstmal nichts gewonnen. Ich halte das erstmal nur persistent vor und muss mir jetzt erstmal noch Gedanken drüber machen, was kann ich denn damit eigentlich erreichen. Ein Weg ist, das Ganze in die Cloud zu schieben, zum Beispiel zu BigQuery und dort Analysen führen, was auch sonst ich eben damit tun möchte mit diesem Datenbestand. Schauen wir uns einmal an, wie Kafka genauer funktioniert. Kafka besteht im Prinzip aus den 4 Bausteinen, oder die 4 Bausteine, die ich benötige. Ich brauche einmal Zookeeper. Zookeeper, ganz vereinfacht, dient uns dafür, über die verteilte Anwendung der Kafka-Broker Metainformationen zu teilen und zu sharen. Macht noch viele andere Dinge. Aber das ist so einer der Hauptgründe, warum ich den Zookeeper hier brauche. Gut, dann brauche ich Kafka selbst. Kafka selbst hat unterschiedlich viele Broker oder beziehungsweise unendlich viele Broker, die wiederum sogenannte Topics vorhalten. Das sind die eigentlichen Stellen, an die ich dann meine Datenströme schreibe. Und ich habe Producer und letztendlich auch Consumer, mit denen ich was tun kann. Producer bei Kafka, wenn die Producer genannt sind, einfach alle Systeme, die irgendwelche Nachrichten in Kafka selbst schreiben. Und Consumer eben das Gegenstück, was auch immer ich implementiert habe oder benutze, was Datenströme aus Kafka ausliest. Es gibt viele unterschiedliche Implementierungen. Apache Beam ist was man hier sehr häufig verwendet, das Datenströme verarbeiten kann. Kafka selbst hat Kafka Streams, um sowas zu tun. Oder eben eigene Implementierungs-Framework oder viele Frameworks sind existent, auch in vielen Sprachen. Es gibt was für Go, es gibt was für Java. Also kann mich hier sehr gut anhängen. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir Datenströme schreiben können. Erstmal sind das nur Key Values, die Kafka an sich kann. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, alles damit abzubilden. Deswegen gibt es noch einen weiteren Baustein, den man hier in der Mitte sieht. Das ist die sogenannte Schema Registry. Dort kann ich eben bestimmte Schemata hinterlegen, womit sich alle eben darauf einigen können. Also sei es Producer und Consumer, können sich von dort das Schema holen
und wissen, wie die Daten aussehen und können dann im entsprechenden Format die Daten nach Kafka schreiben. Eine der bekanntesten ist, oder eigentlich eine, die man fast ausschließlich benutzt, zumindest soweit ich das überblicken konnte, nennt sich Afro. Sieht so aus, ein bisschen aus wie JSON. Genau, hier kann ich beliebige Key-Value-Paare da drin definieren und kann das eben als gemeinsames Datenformat registrieren. Und kann mich eben genauso auch darauf einigen, dass oder kann mich genauso darauf verlassen, dass die Daten dann auch so aus Kafka wieder ausgelesen werden. Gut, als letzten Baustein der kleinen Reihe, die ich gleich auch live zeigen werde, ist, wie komme ich jetzt von Kafka zu BigQuery? Wie wir es gesehen haben, können wir beliebige Consumer hier anflanschen. Einer, der existent ist, wo man den einfach benutzen kann, ist von WePay, einem Zahlungsanbieter aus den USA, hat einen Kafka-Connector geschrieben, der eben direkt Daten zu BigQuery bringt. Der ist Open Source, ist sehr schlank gebaut, funktioniert auch in fast Realtime und hat nur sehr wenig Konfigurationsaufwand, wie wir gleich sehen werden. Und dann letztendlich landen wir mit unseren Daten, die wir auch immer, wie auch immer, was für Daten wir haben, bei BigQuery und können dort eben alle Funktionalitäten nutzen, die uns BigQuery eben bereitstellt. Werden wir auch in der Oberfläche gleich noch sehen, dass die Daten auch letztendlich wirklich genauso ankommen, wie wir sie reinschreiben. Das war es erstmal zum groben Überblick über die Handvoll Technologien, die wir gleich auch noch, naja, zumindest im Aufruf sehen werden. Wirklich tief werden wir sie nicht sehen. Dazu erstmal Fragen, bevor ich noch 2, 3, 4 Minuten im Terminal verbringe. Dann springen wir einmal ins Terminal, beziehungsweise fangen wir erstmal hier oben an. Das ist die Oberfläche von GCP, von BigQuery besser gesagt. Kann man es sehen? Ja, vielleicht machen wir es noch ein bisschen größer. Nein, wollte ich nicht hin. Ja. Letztendlich sieht man hier noch gar nicht viel. Wir haben hier drüben nur einfach ein Projekt. Lass mich mal kurz schauen, was der richtige Account ist. So, jetzt auch mit dem entsprechenden Dataset. Ich habe schon mal ein Dataset angelegt. BigQuery speichert seine Tabellen, die letztendlich hier drunter angelegt werden, immer in sogenannten Datasets. Das ist jetzt erstmal einfach da. Es ist leer, es hält noch keine Daten. Wir haben hier noch nichts gewonnen. Um nun das Ganze ans Laufen zu bekommen, ich mache das lokal. Bei uns produktiv läuft das mittlerweile in Kubernetes. Dort läuft Kafka, Zookeeper, die Schema Registry und unterschiedliche Producer bzw. Consumer. Größer. Na? Warum gehst du nicht größer? Größer. Aha. Muss halt so. Ja, jetzt? Langsam wird's. Vielleicht so. Einer der Dienste, hier alles jetzt erstmal in diesem kleinen Quick-Start-Tutorial gebündelt. Das Skript startet effektiv einfach nur Zookeeper mit einer Handvoll Optionen, ist dann unter einem gewissen Port erreichbar, hier 2181, kann man wahrscheinlich relativ schlecht lesen mit dem Licht. Genau, hier ist eigentlich nahezu nichts konfiguriert erstmal. Das ganze Ding startet relativ plain. Passiert nichts Wildes. Den Zookeeper brauche ich zuerst. Ohne den wird Kafka hier auch nicht starten. Und auch wieder hier eigentlich nur abgekürzt. Wir starten einfach einen Single Node Kafka Broker. Hier passiert auch eigentlich nichts weiter. Es läuft jetzt ein einzelner Broker, es ist kein Scaling aktiviert, es ist einfach nur ein Single Node, weil wir für dieses Beispiel jetzt hier nicht mehr brauchen. Für gewöhnlich würde man Kafka so konfigurieren, dass es automatisch
skaliert wird und dann durch Zookeeper eben entsprechend überwacht wird. Gut, hier unten sehen wir auch, was ist jetzt wohl ready, macht nichts mehr, wir können eigentlich weitermachen. Und starten die, wie vorhin erwähnte, Schema Registry, um uns auch auf ein Format verständigen zu können. In dem Skript, wir können es auch mal zeigen, ist hinterlegt, wie das Schema aussehen muss, das hier von dieser Schema Registry verwaltet wird. Und einfach jetzt praktisch nur plain auch mit am Laufen. Also drei Dienste brauche ich hier, um überhaupt sinnvoll mit Kafka arbeiten zu können. Da ich jetzt keine übermäßig große Anwendung geschrieben habe, benutze ich hier einfach die Afro-Konsole. Gibt mir einfach die Möglichkeit, jetzt hier Afro-Nachrichten zu schreiben, wenn ich die in der Queue haben möchte. Afro-Nachrichten, wie wir es ja gesehen haben, immer in geschweiften Klammern, dann dem Key. Ich nehme das jetzt hier mal vorweg. Ich habe die ganz plain benannt, der heißt einfach nur F1 und nimmt einen Value entgegen. Wir können das jetzt hier einfach mal Guten Morgen als Nachricht schreiben. Das kann beliebig komplex werden, wie wir in einem kleinen Beispiel gesehen haben. Also ich kann hier sehr umfangreiche Nachrichten reinschreiben. Für unser Beispiel tut das jetzt erstmal. Send das ab, krieg hier von dem Producer, das ist ein sehr simples Eingabetool, ist auch keine Nachricht, nichts mit. Wer ganz scharfe Augen hat, hat gesehen, dass sich die ganzen Fenster hier oben etwas bewegt haben und alle ein bisschen was getan haben. Man könnte jetzt sich selbst die Topic nochmal anzeigen lassen. Ich überspringe das an der Stelle einfach, weil wir es gleich dann live sehen werden. Aber man könnte sich jetzt auch einzeln die Topic angeben lassen. Kommen wir zu dem eigentlichen interessanten Teil, den jetzt hier WePay für uns schon implementiert hat. Das ist dieser Connector, den sie gebaut haben. Ich habe den schon konfiguriert. Hier ist auch mal die Konfiguration, die für diesen Connector notwendig ist. Im Prinzip passiert hier fast nichts, wenn man sich es mal genau anschaut. Gut, wir haben einen Namen, wir haben eine Klasse, die der Connector benutzt, in dem Fall eben die BigQuery Sync Connector. Task, Max, Topics, hier geben wir einmal an, welche Topic wir lesen wollen aus dem Broker. Haben noch ein paar andere Sachen wie Auto-Create Tables, ist jetzt für unseren Fall sehr hilfreich, da wir gleich automatisch die Tabelle angelegt bekommen. Und was wir eigentlich nur, das ist alles so standardmäßig eingerichtet, was wir eigentlich wirklich nur konfigurieren müssen, ist der untere Block. Ich muss einmal ein Projekt angeben, das ich in GCP angelegt habe, unter dem ich da laufe. Und ich muss einmal das vorhin angelegte Dataset angeben, in das eben diese Datenströme gespeichert werden sollen. Und natürlich muss ich mich auch irgendwie authentifizieren. Ich möchte es ja nicht einfach so plain übertragen. Dafür nutzt der Connector eine Keyfile, ist an einen Service-Account gebunden in der GCP, kann man sich einfach generieren, muss man mit den entsprechenden Rechten versehen, kann das hier runterladen, dann lokal benutzen. Das Schöne, was ich vorhin übersprungen hatte, was wir jetzt hier sehen, wenn ich hatte jetzt schon Nachricht in die Topic geschrieben, sobald ich jetzt den Connector starte, beginnt er loszulaufen von Anbeginn der Zeit. Also er wird die letzte oder die älteste Nachricht in der Topic finden und von dort an anlaufen und die zu BigQuery transferieren. Sobald er eine erfolgreiche Transaktion durchgeführt hat, würde das Offset eins weitersetzen und würde beim Neustarten, solange die Topic nicht irgendwie oder solange der Zookeeper seine Metadaten nicht verloren hat, wird er dann eben entsprechend nur die neuesten Aktionen transferieren. Ich starte es einfach mal. Da passiert dann auch eines, wenn man hier weiter sieht, sieht man irgendwo die Values, die eben jetzt hier angegeben wurden. Und wenn man sich da sehr mühselig durch diesen Log durchwühlt, wird man auch finden, dass es jetzt eben vollständig angelegt wurde. Wir können uns das Ganze auch mal einfach hier anschauen. Ich kann die Seite mal neu laden. Und ich kann mich hier wieder reinklicken. Ich sehe jetzt hier auch schon, irgendwas hat sich wohl getan. Ich kann das hier aufklappen und sehe, dass hier eben 1:1 meine Tabelle mit dem Namen des Topics angelegt wurden. In dem Fall eben Google Cloud Breakfast habe ich es mal genannt. Und scheinbar hat das funktioniert, was ich hier getan habe. Wir können das Ganze auch mal anschauen. Wir können einfach mal die ganze Tabelle hier holen. Na, wo ist mein... Nicht doof? Da.
Ich hole einfach mal die ganze Tabelle. Ist ja bei einem Eintrag in der Tabelle. Okay, scheinbar darf ich hier gerade kein Query ausführen aus mir unbekannten Gründen. Project API Project Test. Rollen wir das Ganze nochmal. Jetzt läuft's auch. Und sehen, dass wir hier eben, ich habe da wohl schon mal einen Testeintrag gemacht und den Eintrag, den wir gerade eben gemacht hatten, zweimal mit Guten Morgen, sehe ich jetzt hier unten eben auch, dass die eingetragen werden. Ich kann das Ganze jetzt weitermachen, ich kann natürlich weitere Nachrichten schreiben. Solange sowohl Kafka als auch der Connector laufen, kann ich hier einfach weitere Einträge schreiben. Wieder in dem gleichen Format. In dem Fall vielleicht. Ich möchte euch allen noch einen schönen Tag wünschen an dieser Stelle. Ich schreibe das Ganze wieder, kann direkt eigentlich auch schon rüberspringen. Das Ganze funktioniert in nahezu Echtzeit. Wenn ich dasselbe Query nochmal laufen lasse, sehe ich auch, dass dieser Eintrag letztendlich hier unten passiert. Und so kann ich eben alle Daten, auch schon, die ich eben in Kafka abgelegt habe, direkt zu BigQuery transferieren und dort dann die Mächtigkeit von BigQuery eben ausnutzen. Ohne jetzt mich selbst darum zu kümmern müssen, das alles irgendwie erstmal in eine Datenbank zu preisen, von dort irgendwie weiter zu verarbeiten und mich um das Ganze eben zu kümmern. Was der Vorteil an der ganzen Sache ist, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wenn ich als vielleicht kleines Unternehmen, so wie wir mit 150 Mitarbeitern, noch gar nicht vollständig in die Cloud wechseln, also nur Teilstücke, immer mal wieder G Suite einführen, verschiedene Dienste in der Cloud betreiben, ist es uns vielleicht erstmal sehr schwierig, alle Daten dorthin zu transferieren auf einen Schlag. Dort bietet uns Kafka eben eine sehr schöne Möglichkeit. Wir können erstmal alles auf Kafka umstellen, können es weiter bei uns halten, unseren ganz normalen Prozess weiterverfolgen, von Kafka eben aus unsere schon so gehosteten Systeme mit Daten versorgen und eben zu einem geeigneten Zeitpunkt, wenn es denn dann notwendig ist, die Daten seit Anbeginn der Zeit in ihrer genauen Abfolge, wie sie passiert sind, wieder einspielen. Gut, das so zum Überblick, dass man eigentlich auch gar keine Angst davor haben muss. Man kommt, wenn man eine modernere Schicht wählt, als ich lege alles irgendwo in jeder einzelnen Datenbank ab, auch sehr elegant und sehr einfach in die G-Cloud. Hat jemand Fragen dazu? Vielleicht habt ihr schon gehört, jemand von Google mit Big Data, vielleicht kriegen wir mal einen Talk dazu, was man dann wirklich letztendlich sehr umfangreiches mit jQuery machen kann, mit BigQuery machen kann. Für unseren kleinen Use Case ist es. Was an der Stelle bestimmt auch noch sehr interessant ist. Danke. Also schönes Demo, zeigt auch sehr die Einfachheit davon. Was man jetzt in einem großen, in der Big Data Architektur meistens noch hat, ist, man hat Streaming Data, wie du jetzt eben gezeigt hast, aber auch Batch Data. Das heißt, wenn man eine Lambda Architektur kennt, also den Hot Path und den Cold Path, und normalerweise hättest du dann jetzt noch weitere Verarbeitungsschritte, also du hast normalerweise dann sowas wie eine Validation Phase, dann Aggregation, Enrichment, Transformation und solche Sachen, also eine Pipeline. Das wäre dann eben mit Beam, hast du ja auch schon erwähnt. Und für Beam hättest du dann zum Beispiel Cloud Data Flow als Runtime Environment. Das heißt, dass du automatisch rein und raus skalierst, je nachdem, wie viel Load gerade in jeder Phase anliegt. Ohne dass du dich da groß drum kümmern musst. Das heißt, das System skaliert automatisch rein und raus. Und das Schöne ist, du kannst deinen Open Source Beam Code direkt da laufen lassen. Das heißt, es ist nichts Google Proprietäres, sondern das, was ich bei mir lokal auf dem Notebook teste, kann ich einfach quasi in GCP deployen und kann es dann mit Hunderten von Nodes laufen lassen. Ja. Können wir gerne mal eine Follow-up-Session dazu machen. Ja. Beam, ich hatte es ja erwähnt, ist ein Teil, den ich mir noch oder seit längerem schon anschaue, noch nicht dazu gekommen bin, das irgendwie in meiner Zeit vollständig zu umfassen, was ich damit alles letztendlich tun kann. Daher für den Teil nicht vorgestellt, ohne dann das jemals selbst ausprobiert zu haben. Aber
Genau, eben so auch bei Kafka ist eben plattformunabhängig. Ich habe damit nichts, was ich jetzt erstmal, nur der Connector ist eben spezifisch an der Stelle. Aber sonst habe ich eben auch mit Kafka noch keine Bindung an die GCP oder ähnliches. Sollte ich mich doch mal aus irgendwelchen Gründen auch immer für was anderes entscheiden müssen, verliere ich an der Stelle eben auch nichts. Gut, dann war es das von mir.